Hallo und herzlich willkommen bei 2 Nerds 1000 Games. Ich bin wie immer eure Kari und bin heute mal nicht alleine. Ich habe da wen bei mir. Hallo, ich bin euer Zatona und heute spielen wir drei Spiele gegeneinander. Jeder von uns hat drei Decks ausgewählt, ohne dem anderen zu sagen, welche es sind. Und ihr werdet heute uns einfach mal gegeneinander spielen sehen in einem kleinen 1 vs 1. Genau, ich bin jetzt gerade noch kurz am Schauen. Ihr seht, ich habe seine Kennung schon eingegeben. Nehmen wir das oder doch lieber das oder doch das oder vielleicht auch das. Ich nehme mal, glaube ich, mal das hier. Doch, das macht mir Spaß. Und die Herausforderung ist draußen. Feuermagier. Ich habe Angst. Naturmagier. Ich habe noch mehr Angst. Okay, dann schauen wir doch mal. Was habe ich auf der Hand? Das sieht ganz gut aus, behaupte ich mal. Ich behalte meine Hand. So, den spiele ich hier natürlich noch nicht aus besagtem Grund, den ihr hier lesen könnt. Würde im Moment noch einfach noch nichts bringen. Und wir schalten wieder weiter. Elektromagnetisches Feld oder elektrostatisches Feld ist draußen. Eine Verteidigungskarte von mir. Okay. Cool. Dem setze ich Kumena entgegen. Ich rufe einen Pyromagier. Was kann der denn? Okay. Nett. Sehr nett, doch. Meine Jadeträgerin möchte aber auch mitspielen. So, ich greife jetzt natürlich nicht an, das ist einfach vollkommen nutzlos. Er würde ja nicht durchkommen. Noch ein Pyromagier, okay. Ah, endlich. Sehr schön, okay. Zum einen spiele ich den da. Und ich spiele die da. Und dann mache ich das. Und greife an. Was ich natürlich blocke. Ja, ist ja irgendwie logisch. Wieder ein Pyromagier. Wie viele hast du von denen? Maximal kann man vier von einer Sorte in einem Deck haben. Vielleicht habe ich sie, vielleicht auch nicht. Okay. Ach ja, nee, das möchte ich nicht. Weg damit. Ihr seht aber gerade mein Problem. Er hat keinen Mana. Zieht einfach keinen Mana. Ich habe mit zwei Mana gestartet. Und wir sind hier jetzt in Runde 6. Ich habe drei Runden keinen Mana gezogen. So, durch die Unwetterruferin hier konnte er natürlich nicht blocken, weil ich ihm alles getappt habe. Och, nö. Ich hasse diesen Zauber. So, dann nehmen wir mal das da. Und ich sag nochmal, gib ihm. Okay. Ich hoffe halt auf einen Mana. Und? Wieder kein Mana. Und so ist das Spiel verloren. Ja, eine Runde braucht es natürlich noch, aber ja. Wenn du jetzt nicht noch irgendwie eine großartige Vernichte-Alles-Karte hast, hast du ein Problem. Nur eine Karte, in dem ich meine gesamte Hand verliere. Scheiße. Einzige, die ich derzeit spielen kann.
Bis auf das andauernde Sperrfeuer, das du jetzt immer noch wieder aktivieren kannst. Okay. Das ist natürlich, das könnte ich aus dem Friedhof jederzeit wieder spielen, nur es ist eine sehr teure Karte, dafür braucht man 9 Mana. Da geht die erste Runde wohl an dich. Wir sehen uns in der zweiten Runde. Ich werde da auftrumpfen, denke ich. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Sieg des Tages. Wuhu! Freunde! Wir sehen uns gleich wieder. Und da sind wir in der zweiten Runde unseres 1 versus 1. Wir wählen jetzt natürlich beide ein anderes Deck. Ja, es ist ja nur erlaubt. Man darf dasselbe Deck nicht nochmal spielen. Drei verschiedene Decks haben wir ausgemacht. Ja, ich bin gerade am Überlegen, welches ich nehme. Ich glaube, ich nehme das da. So, Herausforderung ist raus. Da Und ist da sie habe ich. wieder. Okay, schauen wir mal kurz. Das sieht ganz gut aus. Ja, das nehmen wir mal. Jetzt bin ich gespannt, was für ein Deck er hat. Ein Mulligan, okay. Ja, ich muss das nehmen. Ich hatte nur ein Mana. Heute ist nicht der Tag des Manas bei mir. Obwohl ich genug in den Decks drin habe. Ich habe immer 22 in jedem Deck drin. Man redet immer zwischen 22 und 25 Mana im Deck. Oh, ein neugeborener Vampir. Interessant. Du hast deinen scheiß Fußpilz, oder? Das ist der Fußpilz, ja. Und der Fußpilz ist jetzt aus deinem neugeborenen Vampir gekrochen. Zwei kleine Pilze. Bisschen widerlich. So, ich greife natürlich nicht an, einfach weil er keine Angriffsstärke hat. Das wäre dumm. So, dann kommt der Vorbote. Muhahaha. Nein. Oh nein, die Pilze müssen stärker werden. Oh, ich hasse dieses Vieh. Ja, was du kannst, kann ich schon lange. Oh nein, ich greife nicht an. Mehr Pilze braucht der Mann. Dass das ein bisschen widerlich ist, weißt du aber auch, ja? Nö. Okay, so. Jetzt die Frage, nehme ich den da oder nehme ich den da? Ich nehme Ihr den seht jetzt da. schon wieder, wo mein Problem war. Ich habe die letzten 2 Runden keinen Mana gezogen. Und da ist ein zweites Problem. So ein Problem sehe ich das immer noch nicht. Ich habe immer noch 5 Pilze draußen. Und nein, ich greife nicht an. Ah, da hast du doch dein viertes Mana. Gedenkstätte der Einheit. Was bringt die denn? Aha, okay. Schau dir Ursmukan der Bibliothek. Okay. Kann nützlich sein. Absolut, absolut. Fliegender, ja, schön. Ja, ich muss es setzen, aber ne? Ich greife jetzt trotzdem nicht an. Warum denn nicht? Nö, das nächste Mal. Da habe ich Angst. Ich muss 3 weitere Pilze besorgen. Dopti-dopti-do. Jetzt hier 7-1-1er legen. Boah. Hoho. Was? Okay. Moment, die kenne ich noch gar nicht. Okay. Nett. Muss ich mir vielleicht auch mal besorgen für ein anderes Deck. Aber ich möchte doch was anderes machen.
So, und zwar, wer hätte es gedacht? Ich hole mir noch einen zweiten von der Sorte. Okay. So, ich habe ihn jetzt zweimal draußen, das heißt, der Buff wirkt natürlich auch zweimal. Ich hole mir wieder einen Trefferpunkt. Und greife wieder an. Und wenn du jetzt nicht langsam mal Flugabwehr kriegst, bist du tot. Däh. Auch ernsthaft jetzt noch ein. Okay. Nett. Das müsste 14 Schaden, 17. Nö. Bei 30 Trefferpunkten ist mir das relativ egal. Weil da kommt jetzt noch was. Lalala. Das ist jetzt für jede Kreatur, die ich gerade geholt habe. Somit habe ich verloren. Eieiei. So, liebe Zuschauer, wir wollten euch eigentlich ein 2-1 zeigen. Sie hat sie jetzt schon gewonnen. Wir werden trotzdem jetzt noch das letzte Spiel von uns zeigen, was wir jetzt noch spielen wollten. Ich werde mit meinem dritten Deck antreten. Vielleicht kann ich meine Ehre jetzt noch retten. Mal wird es sehen. Genau, wir sehen uns gleich wieder. Und da sind wir auch schon wieder. Die dritte Herausforderung. Ich ändere natürlich wieder mein Deck und nehme jetzt das hier. Ah, nein, abbrechen, abbrechen. Scheiße! Hä? Okay, das sah gerade so aus, als wäre ich in ein normales Match gegangen. Sehr seltsam. Okay. Gut, was haben wir? Können wir spielen? Attacke. So, wir wissen jetzt natürlich beide, was der Gegner jeweils hat an Decks noch. Ich spiele jetzt selbstverständlich mein Goblin-Deck, war ja klar. Und erstmal kommt der störrische Goblin. Ich spiele mein Ritterdeck. Ich mag dieses Bild irgendwie, das ist cool. So, wir nehmen mal den da. Nein, da greife ich jetzt natürlich nicht an. Ausbilder der Kavallerie. Nett. Das blocke ich natürlich nicht, weil da würde ich schlicht und ergreifend einfach nur meine Kreatur verlieren, mehr nicht. So, schauen wir mal weiter. Was hast du? Paladin der Blutbesudelten. Aha. Okay. Ich spiele mal noch einen Storch. Doch, mit einem greife ich an. Dass das so ein bisschen doof war, weißt du auch. Computer sagt nein. Noch ein Paladin, okay. Okay. Jetzt, liebe Zuschauer, seht ihr aber auch gerade mein Problem. Diesmal ziehe ich überhaupt keinen Mana. Und nein, ich greife nicht an. Im Endeffekt laufen, glaube ich, unsere Probleme des Abends darauf hinaus, dass der Verlierer immer keinen Mana gezogen hat, oder? Och,
nee, geh weg. Okay, das und das und das und... Ach, was soll's. Du kannst garantiert noch irgendwas machen. Ich habe nichts mehr. Naja, fast. Wenigstens ist die große Armee der Gegenseite weg. Oh, schade. Wer Kari kennt, weiß, wenn die blufft, fast nie. Endlich! So, gib ihm! Und er zieht nur Land. Du ziehst, glaube ich, gerade nur Land, oder? Ja. Guck mal, ich ziehe nur weißes Land. Kein schwarzes. Es ist heute der verfluchte Tag für mich. Gleichstand. Wieder nichts gezogen. Dafür habe ich jetzt gerade das Glück. Gratuliere für diese Partie. Ich habe heute 3 Partien verloren. Das gibt es doch gar nicht. Na komm, mach weiter. Ich will richtig gewinnen, wenn schon. Wir sind selbstverständlich höflich, natürlich ein gutes Spiel. Jetzt macht ihn platt! Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen, liebe Zuschauer. Wir werden es in ein paar Tagen nochmal wiederholen mit anderen Decks von uns. Wenn ihr gerne eine Deckfarbe haben wollt, schreibt ihr uns gerne mal rein oder eine Kombination. Wir gucken, ob wir das hinkriegen. Wir haben jetzt noch nicht viele Karten in diesen Editionen, aber wir gucken immer, dass wir gut auf einem Stand bleiben und uns eigentlich vorbereiten. Genau, ihr seht hier unten auch, ich habe gerade jetzt 2 Dailies, die geben jeweils sehr viel. Das werde ich jetzt gleich noch machen. Plus den Tagessieg, den ich mir gegebenenfalls hole, sind da schon 1500 Münzen. Dann kann ich zusammen mit den 500, die ich schon habe, mir schon wieder 2 Booster-Bags holen. Dementsprechend, ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat, sagt uns Bescheid. Wenn nicht, natürlich auch. Und falls ihr dann mal lieber die Sichtweise von Zartuna sehen wollt, sagt uns das natürlich auch. Wir sehen uns bald wieder. Ciao.